Hallo, hier ist wieder Nicole von Scoot Repair und wir machen mal wieder ein tolles Video für euch. Hier haben wir ein neues schönes Projekt, eine Kultico Honda Zuma. Wir werden einen tollen neuen Auspuff verbauen und eine Variomatic. Und ja, als allererstes fangen wir an mit dem Auspuff und ich hoffe, euch gefällt das Video. Dann fange ich jetzt mal an, den Auspuff abzunehmen, den alten. Und Krümmer haben wir zweimal eine Zehner Mutter, die wir lösen müssen. Dann schrauben wir die Lambda-Sonde ab. Die sitzt hier am Auspuffkrümmer. So. Das geht mit der Hand. Da ist er. Jetzt haben wir hier nochmal zwei Aufhängeschrauben am Motorblock und eine, die das Schutzblech mitfixiert. Okay, warum haben wir jetzt zuerst die Schrauben am Motorblock unten gelöst? Damit uns nämlich Folgendes nicht passiert. Wenn wir jetzt zuerst die Aufhängungsschrauben lösen würden, würde das ganze Gewicht dann vom Auspuff hier an den Schrauben unten ziehen und dann könnten die uns ausreißen. Das wollen wir natürlich nicht. So, hier haben wir jetzt unseren schönen Auspuff von der Firma TK, steht für Turbo Kit. Wir haben hier eine tolle Optik, ja. Der Auspuff ist vom Material her Aluminium und Edelstahl im Mix. Und hier hinten haben wir noch eine schöne Endkappe im Carbon-Look. Ja, dann haben wir auch hier hinten einen Endschalldämpfer. Der sorgt dafür, dass wir einen schönen dumpfen Sound haben. Ist hier mit so einem Sprengring gesichert. Dann werden wir den jetzt mal montieren und mal schauen, wie das aussieht und sich anhört. Hier haben wir jetzt unser Krümmerstück. Das wird unten am Motor montiert und an dieses Ende kommt dann der Auspuff ran. Hier haben wir noch eine Schraube für die Lambda-Sonde. Können wir hier rausdrehen und die Lambda-Sonde eindrehen. Und dann haben wir hier unsere Montageplatten für das Motorgehäuse und die Schrauben drin. Und eine Beschreibung und ein paar tolle Aufkleber für Fans, die sich das Ganze dann auch noch auf den Roller kleben wollen. So, als erstes schraube ich jetzt den Krümmer an den Motorblock, aber die Schrauben ziehe ich noch nicht ganz fest. Als nächstes befestige ich die Halteplatte am Motorblock. Jetzt befestige ich die Halteplatte hier hinten am Auspuff. Bevor ich jetzt alle festdrehe, schaue ich jetzt nochmal, in welcher Position die Halteplatte sein muss, indem ich die hier nochmal so ranhalte, den Auspuff. Wenn wir das Ganze richtig ausgerichtet haben, können wir das jetzt hinten festschrauben. So, jetzt ist er fest. Wir haben dann hier hinten noch eine Feder, die eingespannt wird, wenn wir das Ganze zusammengeschoben haben. So, jetzt befestige ich hier an der oberen Schiene das Schutzblech. Jetzt haben wir noch unsere Feder, die wir einhängen. Jetzt schrauben wir noch die Aufhängeschraube fest. Bevor wir Auspuff und Krümmer ineinander geschoben haben, haben wir noch Auspuff-Montagepaste vorher aufgebracht, damit hier auch die Dichtheit gewährleistet wird. So, zu guter Letzt ziehen wir jetzt nochmal die zwei Muttern am Krümmer unten am Motorblock fest und dann montieren wir noch die Lambda-Sonde und dann sind wir schon fertig. So, fertig. Zur Testfahrt.
hier sehen wir jetzt nochmal unseren schönen neuen Auspuff von der Firma TK. Ich finde, er hat einen richtig guten Sound. Das Design gefällt mir auch richtig gut zum Honda Summa, muss ich sagen. Ja, ich kann ihn nur weiterempfehlen von meiner Seite aus und ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Ihr lasst uns ein paar nette Kommentare und ein paar Likes da, vielleicht sogar ein Abo. Und dann sage ich bis zum nächsten Video und wie immer, gute Fahrt!